frisch aus der Dose oder als paniertes Stäbchen. Manchmal am heimischen Herd erhitzt oder nett garniert im Restaurant. Die Deutschen essen immer mehr Fisch. Doch woher kommt der? Fängt ihn etwa ein weißbärtiger Captain mit seiner Kindercrew? Kommt er von romantischen Kuttern aus Nord- und Ostsee? Oder einfach aus der Tiefkühltruhe? Es ist 5.30 Uhr. Fischer sind Frühaufsteher. Auch wenn die Morgenstunde kaum noch Gold im Mund hat, sondern es schlichtweg kalt ist. Fischkutter wühlen das Hafenwasser von Burg Starken auf. Hier beginnen wir mit unserer Suche. Dieter Palke trinkt seit 20 Jahren jeden Morgen Kaffee, der einen umhaut. Alles für die Jagd auf den frischen Fisch. Palkes Kutter heißt Kurfürst. Er hat ihn von seinem Vater übernommen. Noch sind die Netze auf der Rolle, reitet die Kurfürst gemächlich auf langer Welle. Fischer Palke hat die Weite vor Augen und den Fisch im Sinn. Ja, ist immer spannend. Immer spannend, was nachher drin ist im Netz. Und ja, das ist Abenteuer pur. Ja, und wir hoffen, dass wir ein bisschen Glück haben heute. Dann kommt Wind auf. Das hier ist kein Abenteuer. Die Tenor, ein norwegisches Fabrikschiff und ihr Captain. Der ist Herr über unzählige elektronische Überwachungsgeräte. Echolote sollen den Fisch aufspüren, im Auftrag des Nahrungsmittelkonzerns Unilever. Und eines ist sicher, sie werden ihn finden. Aus solchen hunderte Meter langen Netzen kommt das, was später in deutschen Tiefkühltruhen Schlemmerfilet mit zarter Kruste oder simpler Fischstäbchen heißt. Nach und nach werden die Maschen an Deck gezogen. Man beginnt zu ahnen, um welche Mengen es hier geht. Das Netzende, der Stert, ist an Bord und mit ihm die Fische. Aber tausende Stück Seelachs, Alaska-Pollock und etwas Rotbarsch. Mit einem Hohl bis zu 60 Tonnen. Ein Fischstäbchen zu verdrücken dauert wenige Sekunden. Ein kleines paniertes Stück Fisch aus der Tiefkühltruhe, weißes Fleisch mit brauner Kruste. Ist es Markenware, lächelt von der Verpackung ein Kapitän in blauer Uniform. Im Unterdeck des Fabrikschiffs grüßt nur der Lärm des Förderbandes. Der Geruch von geschlachtetem Fisch, die Kälte des Trockeneises. Willkommen in der Wirklichkeit. Willkommen im Reich von Captain Iglo. Den Pulsschlag unter Deck bestimmen Maschinen. Jede von ihnen filetiert bis zu 100 Fische in der Minute. Messer ziehen die Filets vom Rückgrat, bevor sie die Haut vom Fleisch reißen. Dann Qualitätskontrolle. Was ein gutes Stäbchen werden will, darf keine Gräten, Adern oder Flossen mehr haben. Deutsche Kunden mögen das nicht, wo sie doch 1,90 für die Packung Fischstäbchen zahlen. Aus guten Filets wird das restliche Wasser gepresst. Übrig bleiben genau 7,484 Kilogramm Fischfilet. Geformt zu einem Block. Der wird nun tiefgefroren, damit die Tenor weiterjagen kann, um Seelachs in Aktenkofferfisch zu verwandeln. 800 Tonnen solcher Pappkartons vollgefrorenem Fisch werden es sein, bevor die Tenor zurück in den Hafen fährt.
Das Geschäft mit dem Fisch aus der Tiefkühltruhe läuft gut. Der Rohstoff aus dem Meer allerdings wird knapp. Der weltweit zweitgrößte Lebensmittelkonzern Unilever hat sich deshalb selbst versprochen, nur noch Stäbchen aus Fischen zu machen, deren Bestand nicht bedroht ist. Schließlich will man auch morgen noch Fisch fangen, um ihn zu panieren und dann zu verkaufen. Doch das Tiefkühllager des Konzerns ist geduldig. Gerade 5% der Produkte kommen aus bestandserhaltender Fischerei. Kurz vor 7 auf der Ostsee, zurück auf der Kurfürst. Palke und seine Crew kämpfen mit dem Scherbrett. Es klemmt. Es muss das Netz aufhalten, das sie jetzt setzen wollen. Palke weiß, dass alle sagen, es sei kein Fisch mehr da, die See sei leer. Glauben mag er daran nicht. Früher hat man mit einem Netz gefischt, heute fischen einige mit zwei Netze. Und die ganze Technik und die ganzen Sachen, es ist einfacher, einen Fisch zu finden. Und weniger ist dadurch natürlich auch geworden, aber da ist ja drum noch genug Nachwuchs da. Also schlechte Zeiten gab es immer. Die Fischer wissen, dass Forscher, Umweltschützer und grüne Politiker seit Jahren ein komplettes Fangverbot für Dorsch in der Ostsee und Kabeljau in der Nordsee fordern. Die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen. Es ist mein Beruf, den Dorsch zu fangen. Wenn wir aufhören sollen zu fischen, was sollen wir machen? Hat Frau Kühner es auch gesagt, wir sollen Hausboote draus machen. Aber und dann? Das geht auch nicht. Das ist unsere Existenz hier. Statt Fangverbot gibt es Fischquoten. Palke und seine Männer dürfen nur genau festgelegte Mengen rausholen. Zu wenig finden sie, zu viel sagen die anderen. So geht das schon seit Jahren. Bei Currywurst zum Frühstück sinniert Palke über die gute alte Zeit. Wir sind keine freien Fischer mehr. Man darf nicht mehr das, was man will. Und früher war das eben so. Man konnte hinfahren, wo man wollte. Und das ist der Fischer, der richtet sich schon alleine ein, wie er es macht. Wenn er sieht, da ist wenig Fang, dann fährt er woanders hin. Und holt nicht noch die Letzten dann raus. Selbst wenn es so wäre, das Geschäft mit dem Fisch läuft offensichtlich längst woanders. Flug SH-8297 aus Kenia. An Bord keine Passagiere, sondern 10 Tonnen Seehecht aus Südafrika. Die müssen so schnell wie möglich in den größten Kühlschrank Europas, das Perishable Center Frankfurt-Main. 60 Kühlaggregate auf 9000 Quadratmetern sorgen dafür, dass Fisch aus aller Herren Länder frisch bleibt. Der Chef der sogenannten Fish Area behauptet 600 Kilometer von der See entfernt Erstaunliches. Naja, doch, das ist schon ein Hafen, weil der Frankfurter Flughafen ist mittlerweile der größte Fischereiumschlag oder Fischumschlagplatz Europas. Wir machen alleine hier über unser Lager über 30.000 Tonnen Flugfisch. Reiner Flugfisch, das ist also schon eine ganz schöne Ecke. Flugfisch heißt jener Fisch, der irgendwo auf den sieben Meeren gefangen wird und dann per Flugzeug hierher fliegt. Tatsächlich schlägt der Frankfurter Flughafen mehr Fisch um als Bremerhaven, Cuxhaven und Hamburg zusammen. Giersmann kommt selbst aus Cuxhaven, macht seit 30 Jahren in Fisch, wie er sagt, und weiß, das Geschäft hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Und zwar dramatisch. Gut, als Norddeutscher hat man früher gesagt, Fisch ist ein Rotbarsch, ein Kabeljau und Seelachs Scholle, Feierabend. Was anderes haben wir gar nicht gekannt. Heute geht man eben dazu über, eine Dorade zu essen oder einen Wolfsbarsch oder eine Meerbrasse oder beim Italiener ein Pulpo oder ein Sepia. Und man kann diese Ware ja heute überall kaufen. Die ist innerhalb von 24 Stunden am jedem Ende der Welt zu haben. Durch die Logistik heute überhaupt kein Problem mehr. Ist fantastisch. Per Flugzeug über Frankfurt wird in Zukunft noch mehr Fisch in deutsche Läden kommen. Nicht von der norddeutschen Küste und seinen romantischen Kuttern. Sie wissen sicherlich auch, dass heute
in der Nordsee nicht mehr so viel gefangen wird. Es ist überall Fangbeschränkungen und es ist halt einfach, die Menge ist nicht mehr da. Wenn ich bedenke, ich komme aus Cuxhaven und wenn man 1970 bin ich angefangen, da hatten wir noch, keine Ahnung, 25 Trawler und ungefähr 100 Kutter. Und heute sind in Cuxhaven, glaube ich, nur noch 3 Kutter und das war's. Und da sieht man, wie das große Sterben doch an der Küste vonstatten geht. Wieder auf der Ostsee. 6 Stunden schleppt die Kurfürst ihr Netz schon hinter sich her. Der rote Strich über schwarzem Grund bedeutet für den Fischer nichts Gutes. Das Echolot zeigt die Wahrheit. Wenig Fisch in der See. Zweckoptimismus. Okay. Naja, 500 Kilo, die muss ich haben. Mindestens. Und was mehr ist, ist natürlich gut. Gegen 14 Uhr beginnt der erste Hohl. Zuerst die Taue und die Ketten. Noch kann keiner wissen, was im Netz sein wird. Der Kapitän hat jetzt ohnehin wenig Zeit, darüber nachzudenken, ob noch genug Fisch in der Ostsee schwimmt. Er muss steuern und einholen gleichzeitig. Nach und nach kommt das Netz an Bord. Nur keine Hektik, keine Fehler machen, damit der Fang nicht noch verloren geht. Dass es nicht richtig viel ist, sieht die Mannschaft sofort. Zu viel Kleinfisch und anderes Zeug. Beifang halt. Der einzig richtig große Dorsch soll wohl Mut machen. Aber auch im zweiten Netz zwar viel Gezappel, doch der meiste Frischfisch ist viel zu lütt. Viel zu klein. Wir suchen anderswo weiter nach dem frischen Fisch in rauen Mengen. Über 25.000 Kilometer zieht sich die Küste Norwegens entlang der See. Das Land ist eine der bedeutendsten Fischfangnationen der Welt. Doch je weniger in der offenen See zu holen ist, desto attraktiver wird die Zucht. Norwegische Forscher haben es geschafft, Kabeljau zu züchten. Der Fisch, der aus Nord- und Ostsee fast verschwunden ist, soll in Zukunft massenhaft in Käfigen produziert werden. So wie Lachs schon heute. Kabeljau und Dorschzucht sind der nächste Schritt der blauen Revolution, wie Forscher die massenhafte Fischproduktion in Aquakulturen gerne nennen. Die Zahl der wildlebenden Fische ist begrenzt. Und die Fischer haben schon das Maximum aus den Weltmeeren herausgeholt. Wenn wir noch mehr Fisch essen wollen, ist Fischzucht unsere einzige Chance. Schon heute stammt ein Drittel der globalen Fischernte aus Aquakulturen. Norwegen, weltgrößter Exporteur von Seafood, spielt hier ganz vorne mit. Die Zucht von atlantischem Heilbutt zum Beispiel ist an Norwegens Küsten längst etabliert. Im Forschungsbecken werden Zuchtwerte verbessert, schnelleres Wachstum, höhere Reproduktionsraten, besseres Fleisch. Das Ziel, wie bei allen massenhaft gezüchteten Tieren, höhere Erträge. Wir haben versucht, das gesamte Potenzial der norwegischen Küste zu berechnen. Bei 20 Millionen haben wir aufgehört. Also 20 Millionen Tonnen Fisch können wir hier mindestens produzieren. "40 Kilometer von Stavanger, immer den Fjord landeinwärts, bekommen wir zu sehen, was gemeint ist mit blauer Revolution und moderner Fischerei. Der Fischer von heute sitzt vor einer Überwachungskamera und füttert seine Tiere per Knopfdruck. Nur ein Geräusch und diese Schläuche erinnern an eine landwirtschaftliche Produktionsanlage. Rohre spucken in Schüben runde Pillen aus. Futter für Tausende und Abertausende Lachse. Für
Für 1 Kilogramm Zuchtlachs allerdings werden bis zu 5 Kilo Fisch aus dem Meer verfüttert. Denn die Futterpellets sind vor allem zurechtgepresster Fisch mit Zusatzstoffen. Medikamente sind weniger enthalten als früher, dafür mehr Farbstoffe. Carotine, damit der Lachs schön rosa wird. Die Fischfarmer reklamieren für sich, die effektivste Art der Tierzucht zu betreiben. Schließlich produzieren sie mit der gleichen Menge Fischmehl 3- bis 4-mal mehr tierisches Eiweiß als eine Geflügelfarm. Dieser Käfig hat 120 Meter Durchmesser. Darin messen wir ungefähr 500 Tonnen Lachs. Wir haben ungefähr 800.000 bis 900.000 Fische. Man kann sagen, wir produzieren den Lachs genauso wie Schweine. Statt einem Schweinetransporter kommt ein Lachsboot, das die Tiere zum Schlachthof fährt. Werden die Netze enger gezogen, kann man sehen, wie viel Fisch in so einen Käfig passt. 100 Tonnen wollen die Farmer allein heute abfischen. In den Lachskäfig ist vom Boot aus ein spezielles Saugrohr abgelassen worden. Die Lachse werden so quicklebendig über das Rohr in den Bauch des Transportbootes eingesogen. Die Überwachung des Abtransportes findet per Monitor statt. Ein Mann auf der Brücke reicht aus, um den Transfer zehntausender Lachse zu steuern. In knapp 3 Stunden ist die Ladung an Bord. Der Lebendtransport hat natürlich seinen Grund, sagt man uns. Der Verbraucher will den Lachs so frisch wie möglich. Im Wassertank bleibt er das, bis zum Augenblick der Schlachtung. Und bis zum Schlachthof sind es keine 2 Seemeilen. Am norwegischen Institut für Meeresforschung bei Bergen ist die Fischzucht nur ein Bereich. In naher Zukunft werden Krebse, Krabben, Muscheln, sogar Seeigel in Meereskäfigen produziert, glauben die Wissenschaftler. Wenn man die Fischzucht als Ganzes betrachtet, ist sie die weltweit am schnellsten wachsende Lebensmittelproduktion. Die Umsätze mit der Fischzucht steigen jedes Jahr um 8%. Das ist außerordentlich viel. Die neueste Form der Fischzucht kommt aus den USA und trägt ihr Ziel im Namen: Open Ocean Aquaculture, zu Deutsch Fischzucht im offenen Meer. Noch tauchen die Forscher der University of New Hampshire selbst ab, um Fische in Käfige zu setzen und sie zu füttern. Das Forschungsziel freilich lautet, Fischzucht in riesigen, im Meer freischwimmenden Netzen möglich zu machen. Rund 30 Jahre nach dem Beginn der Fischzucht im Meer steht die Industrie vor einer Zeitenwende. Sie erobert das offene Meer als Weideland. Den Ozeanen blüht, was dem Land schon vor Jahrhunderten widerfuhr. Sie werden eingezäunt. Die Forschungskäfige der Universität sind dabei von bescheidenem Ausmaß. Die amerikanische Firma Ocean Spa Technologies will sogenannte Ocean Drifter bauen, schwimmende Netze in Turnhallengröße. Sie sollen mit den Strömungen über die Meere treiben, unterstützt von Antriebs- und Steuermotoren. Die Ingenieure träumen, Fisch zu mästen, während die Netze quer über den Atlantik treiben
von New York City nach Lissabon. Das ist zwar mehr Vision als Wirklichkeit, doch zeigt es die Dimensionen, in der die Branche denkt. Die Fischproduktion der Zukunft ähnelt Hühnerbatterien unter Wasser. Der Fisch wird zum Mastvieh aus dem Meer. Über der Ostsee kreischen Möwen. Und wo Möwen sind, da lauert der Tod auf dem Fisch. Auf der Kurfürst hat das große Schlachten begonnen. Würden Fische quieken wie Schweine, manch ein Fischer hätte seinen Beruf längst an den berühmten Nagel gehängt, sagt einer aus der Mannschaft. Doch es ist, wie es ist. So ein Dorsch bleibt stumm unter Messer. Und Fischer Dieter Palke hat andere Sorgen, betrachtet die Sache empirisch. Das Problem ist, wir müssen 38 cm Mindestmaß haben. Und das sind so eine, ist gerade so ein Mittelmaß. 35er, die müssen wir alle wegschmeißen. Alles, was nicht die richtigen Maße hat, geht wieder über Bord. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Der hat 37er, der. Jetzt 35, alle weg. Meeresforscher sagen, weil die Altfische längst abgefischt sind, gibt es zu wenig Nachwuchs. Und der geht als Beifang ins Netz. Nachkommen können diese Mini-Dorsche keine mehr produzieren. Tatsächlich gehen zu kleine Fische massenhaft über Bord. Discard heißt der Abfall in Fachkreisen. Bei manchem Fang eine gottlose Verschwendung. So viel biologischer Abfall kann langfristig das Ende vom Dorschfang auf der Ostsee sein. Diese Köche bereiten Menüs für Feinschmecker. Klassisch französische Küche. Der Chef erklärt das Delikate an so einem Fisch. Wolfsbarsch, handgeangelt. Also erkennt man einfach eine Qualität, wenn man hier so drüber schaut, der hat keine Druckstellen, nichts, weil eben nicht in irgendeinem Netz drin liegt, wo 100.000 andere Fische drin liegen, wo sie sich dann gegenseitig zerdrücken oder so. So, der ist einzeln rausgeholt, hier keine Druckstellen. Wenn man hier drauf drückt, kommt sofort wieder zurück. Super klares Auge. Kiemen, einmal freie Rose. Besser ein Fisch. Besser ein Ludimer werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Aus einem Fisch werden 10 Filets geschnitten. Viel Verschnitt kann sich der Gourmet-Koch nicht leisten. Dafür hat der den Händler dann doch zu gut bezahlt. Ich würde es schon als Delikatesse ansehen. Wenn man sieht, dass das so ein Kilo 22 Euro kostet im Einkauf, würde ich schon mal sagen, eine Delikatesse, oder? Für mich zumindest, auf jeden Fall. Da müssen auch die Gräten gezogen werden. Du hast natürlich keine Lust, auf irgendwelchen Gräten rumzubeißen. Eine Fischrille bitte. Mal gucken. Dass dieses edle Tier nicht ganz billig ist, versteht sich von selbst. Ja, man muss ja die Arbeit dazu rechnen, die ganzen Beilagen. Allein der Fisch, wie wir schon gesagt haben, ist nicht günstig. Ja, aber 28 Euro spielt man schon mit, würde ich mal sagen. Guten Appetit, dem, der sich erlesene Frische leisten kann. Lecker. Auf der Kurfürst indes schaufelt man die Arbeit von 10 Stunden in Kisten. Der Dorsch muss nach Gewichtsklassen verpackt werden, für den Verkauf nachher an Land. Ja, 500 Kilo von dem einen Hohl. Hätte mehr sein können, aber wir müssen damit zufrieden sein. Von Romantik und Abendsonne werden die Fischer der Kurfürst nicht leben können. Erst recht nicht, wenn der Dorsch immer weniger wird in der See und trotzdem das Kilo für Centbeträge auf den Markt kommt. Das ist die wirtschaftliche Erkenntnis bei unserer Suche nach dem frischen Fisch.
Fischpreise, die sind auch im Keller. Oder das wissen die ganzen Firmen, die Händler, wie die Sachlage ist. Und dann können sie den Preis auch machen. Und wir kriegen eben bloß ein Apfel und Ei dafür. Die Zeit der Kutterfischer scheint vorbei. Die Zukunft gehört schwimmenden Fischfabriken mit frischem Fisch als Massenware für den Massenverzehr.